Vermeintlich ruhig liegt sie da. Die Nordfrost Arena in der Jadestadt. Die Zweitliga-Handballer des Wilhelmshavener HV machen zurzeit Sommerpause. Die Gelegenheit also, die in die Jahre gekommene Halle zu modernisieren. Coach Christian Körmann freut's. Ja, also die Stadt hat ordentlich Geld in die Hand genommen und wird Jahr für Jahr die Nordfrost Arena immer weiter sanieren. Das heißt, jetzt im ersten Bauabschnitt sehen wir das. Wir bekommen einen neuen Fußboden. Der Schwingboden wird erneuert. Der ist schon in die Jahre gekommen. Also da gab es die ein oder anderen Stellen, die schon geflickt wurden. Ein bisschen morsch war das Ganze auch schon. Von daher war es jetzt an der Zeit, da was zu tun. Die Arena eine Baustelle, die sportliche Reputation bestens. Mit dem 6. Tabellenplatz hat der Liga-Neuling nicht nur die eigenen Fans, sondern auch die Gegner überzeugt. Egal, wo wir hingekommen sind, waren wir auf einmal, also gerade in der Rückrunde waren wir auf einmal auch noch Favorit. In der Hinserie haben sie gesagt, ja, kein klassischer Aufsteiger, weil wir ja auch mit 60-0 Punkten aufgestiegen waren. Aber natürlich ist auch immer ein bisschen Selbstschutz dabei. Ja. Wir sprechen jetzt schon ganz viel perspektivisch darüber, was im kommenden Jahr mal sein wird. Hast du persönlich jetzt während der 6 Tage, die du auf Texel warst, auch mal die Zeit gehabt, das alles so ein bisschen abzuheften, was in den vergangenen 12 Monaten passiert ist? Das war, glaube ich, sehr ereignisreich, auch für dich gerade insbesondere. Ne? Nicht annähernd. Hatte ich da Zeit zu. Also ich habe 2 kleine Kinder und da ist man da im Einsatz. Und natürlich abends kommt man dann mal zur Ruhe und trinkt ein Bierchen. Und hat auch mal seine ruhigen Momente, aber richtig Zeit, um alles zu verarbeiten, hat man nicht. Man guckt eigentlich schon wieder, wo können wir uns verbessern. Das ist so schon die ganze Zeit so, sind die Gedankenspiele, wie können wir besser werden, egal ob Abwehr, Angriff, Umschaltspiel und so weiter und so fort. Also im sportlichen Bereich, auch im individuellen Bereich, jeder einzelne Spieler. Aber das ist schon gleich wieder im Kopf drin. Da geht ganz viel durch den Kopf und nicht so viel in der Vergangenheit leben, sondern gucken, wie können wir noch besser werden. Darum geht's eigentlich. Gegenwärtig lasten dem Trainer Sponsorentermine gut aus. Am 9. Juli beginnt dann die sportliche Vorbereitung auf die erste DAB-Pokalrunde, die eine Art Berliner Meisterschaft darstellt. Der Erstligist Füchse Berlin trifft auf den drittklassigen Oranienburger HC, der WAV auf den VfL Potsdam, ebenfalls dritte Liga. Ein Duell, das Körmann nicht auf die leichte Schulter nimmt. Erstmal ist es ja schön, dass wir dieses Final Four Turnier in Wilhelmshaven haben, das auch ausrichten werden. Also bis zum 27. 28. August wird das hier, denke ich mal, fertig sein. So sind die Aussagen. Und wenn wir dann so eine Mannschaft wie Füchse Berlin hier für die Zuschauer haben, ist das natürlich eine richtig tolle Sache. Für uns halt die Aufgabe wirklich. VfL Potsdam ist ein schwerer Gegner. Die sind auch ein Kandidat jetzt für die kommende Saison, um aufzusteigen Richtung 2. Liga. Das ist deren Ziel. Und das wird ein richtig zähes Ringen. Gerade so im Vorbereitungsbereich, weil ich sehe Pokal immer noch als Vorbereitung. Für mich kommt es dann auf die Saison an, aber wir wollen da gegen Potsdam gewinnen. Da werden wir alles reinhauen, uns auf Potsdam auch vorbereiten und dann gucken, was bei rauskommt. Respekt haben sich die Jade-Handballer erworben. Vielleicht findet auch deshalb der eine oder andere Handballfan mehr den Weg in die dann frisch sanierte Arena.